Ja, das Besondere bei frisch gebackenen Müssen ist ja, die sind sofort ab der ersten Minute voll im Einsatz. Und damit das richtig ordentlich losgeht, machen wir jetzt hier auch Vollgas in XXL-Limousinenweise. So, herzlich willkommen zum Dein Saarbrücken Interview. Letzte Woche haben wir die Miss Saarbrückenwahl schon gesehen. Jetzt haben wir die Miss Saarbrücken auch hier sitzen. Nochmal herzlichen Glückwunsch. Jetzt fahren wir ein bisschen durch Saarbrücken. Jetzt haben wir mal ein bisschen Zeit, um dich mal ein bisschen näher kennenzulernen. Erzähl mal, wie kamst du überhaupt dazu, dass du heute hier auf der Bühne gestanden hast? Also meine Eltern und generell meine ganze Familie war immer schon hinten dran, dass ich irgendwas in der Richtung mache. Und wenn es Modeln ist, Misswahl, eigentlich egal, sag ich, mache irgendwas. Und da haben sie halt gesehen, hier, da ist eine Misswahl und mach doch mal mit. Vielleicht hast du eine Chance und vielleicht wird es ja was. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Und deswegen bin ich heute hier. Schon mal irgendwie Erfahrung gesammelt im Modeln? Also ich habe jetzt, das war jetzt heute meine dritte Wahl. Ich habe auch schon bei Miss Wetterau, Miss Aschaffenburg mitgemacht und habe bei Miss Aschaffenburg aber keine Platzierung geholt und bin dann aber bei Miss Wetterau auch schon nominiert worden. War das ja auch dann für dich schon ja, ein bisschen mehr Erfahrung. Die ein oder andere hatte das Ganze ja zum ersten Mal gemacht. Es waren aber auch schon welche dabei, die haben das schon zum 9. Mal gemacht. Schaut man sich da vorher gegenseitig an? Wer sind jetzt da meine Konkurrenten? Weil wenn man hier hinkommt, will man ja auch schon gewinnen. Also man will schon irgendwo ein Stück weit gewinnen, aber im Endeffekt jedes Mal, was ich bis jetzt bei meinen drei Wahlen erlebt habe, ist wirklich, dass die ganzen Wettbewerberinnen sich auch teilweise echt gut verstehen und teilweise auch im Nachhinein gut befreundet sind, sich bei jeder Kleinigkeit auch vorher helfen. Hast du mal einen Eyeliner? Klar, hier kannst du haben. So. Das ist gar nicht so die Konkurrenz, die man erwartet, dass es da übelst den Fight gibt. Wie hoch siehst du jetzt diesen Titel für dich an? Was hat das für einen Stellenwert für dich? Also es hat schon einen hohen Stellenwert, weil es halt einfach eine extrem hohe Chance bietet. Man hat halt wirklich dadurch einfach auch die Chance zur Miss Bayern in meinem Fall halt, weil ich ja aus Bayern komme. Oder halt auch Miss Süddeutschland dadurch, dass ich Erstplatzierte bin. Also da kann sich schon einiges draus entwickeln, deswegen ist es schon ziemlich hoch, ja. Gibt es da irgendwelche Erfahrungen, wo du auch schon ehemalige Gewinnerinnen auf Städte- oder Länderebene, die du auch kennenlernen durftest, die dir schon da ein bisschen helfen konnten, ein bisschen coachen konnten? Also ich habe jetzt bei den Wahlen, sind ja immer mal wieder Missen in der Jury und mit denen unterhält man sich mal kurz, aber so wirklich irgendwelche Tipps oder so habe ich noch keine bekommen. Aber ich glaube, das kommt mit der Zeit, wenn man da mal länger dabei ist. Okay, jetzt haben wir, sage ich mal, das Thema Modeln und so weiter schon abgearbeitet. Kommen wir noch ein bisschen näher zu dir. Was zeichnet dich aus? Was machst du gerne neben dem Herumfahren im Auto? Also ich mache allgemein sehr viel Sport. Ich gehe gern raus, auch im Sommer. Ich gehe 3 bis 4 Mal die Woche ins Fitnessstudio. Ich bin auch 12 Jahre lang geritten, was ich leider aufgeben musste. Ich bin allgemein ein Mensch, der gern viel rausgeht und viel macht. Also ich bin nicht so jemand, der daheim sitzt und nichts tut. Wie alt bist du eigentlich? 17. 17. Das heißt, du gehst noch zur Schule oder was machst du? Ich mache gerade mein Abitur, nachdem ich ein Jahr lang in Amerika war. Okay, also ich denke mal, so eine Auslandsreise hat dir wahrscheinlich auch ein Stück weit geholfen für sowas, um sich zu präsentieren, weil ich denke, vor 100, 200, 300, 400 Leuten ist es gar nicht so einfach, da hin und her zu gehen und dann auch im Bikini. Also irgendwo versuche ich immer das auszublenden, dass mir gerade so viele Leute zugucken. Ich denke mir immer so, okay, du läufst jetzt und dich bewertet zwar jemand, aber es ist nicht die Welt. So, wenn die jetzt eine schlechte Bewertung geben, das heißt ja nicht, dass du allgemein schlecht bist. Also es ist wirklich nicht die Welt. Aber natürlich ist es schön, wenn man eine gute Bewertung bekommt. Letzte Frage. Wo siehst du dich in, ich sag mal, 5 oder 10 Jahren? Also ich würde gerne in den Bereich des Eventmanagements gehen und je nachdem, wie es sich ergibt, vielleicht noch nebenbei modeln oder vielleicht wirklich mehr in das Miss reingehen, je nachdem, wie weit ich komme. Das war Alina, die neue Miss Saarbrücken. Es hat sehr viel Spaß gemacht heute Abend. Jetzt wird noch gefeiert oder was wird jetzt noch gemacht? Ja, also der Lutz, der Moderator, hat einen VIP-Bereich gemietet und ich glaube, da wird jetzt noch ein bisschen Aftershow-Party gemacht. Okay, da werden wir dann mit der Kamera nicht mehr dabei sein. Dann wünschen wir dir noch einen schönen Abend und wir wünschen, dass Sie zum nächsten Mal nochmal einschalten. Bis dann.